So, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, es geht natürlich los hier. Ich will mal gucken, was hier so alles abgeht. Natürlich tun wir auch ein bisschen die Mieze checken. Denn unser Freund Wenko, der weiß gar nicht, wie so eine Mieze aussieht. Der denkt immer noch, das sind Katzen zum Streicheln, ne? Aber er will immer die fetten Ärsche sehen, ne? Wollen wir mal gucken, ob wir hier kriegen hier. Hey! Freunde! Die Weiber wollen natürlich, dass ich die 6 Uhr abhängig werde. Viele denken ja, dass ich hier bescheuert bin wegen der Verkleidung, aber ich mache das nur, weil ich Angst habe vor der verliebten Büchse, dass sie mich erkennt. Statement Time, Jungs. Ja, was hast du dir zu sagen? Du hast doch gar nichts zu sagen. Die fehlen die vorne alle auf mich ab. Weißt du, der Typ, ne, den habe ich ja schon mal K.O. gehauen. Ne? Der hat ja gar keine Power in der Arme. So Wackelpudding ist das. Ne? Aber so wie ich. Hallo. Aber so wie ich hier. Ne? Braun gebrannt bin ich ohne Ende. Aber der Typ, der ist einfach nur eifersüchtig. Sag mal, wie stehst du eigentlich zum verliebten Fuchs? Hä? Komm her. Verliebter Fuchs. Wenn du wie viele Meter? 5 Meter an mein Auto rankommst, dann lege ich die um. Meine Güte, das sind harte Worte. Hast du das gehört? Also da kannst du deine Trockenflamme mal lieber zu Hause lassen. Das ist gefährlich. Aber wenn du Glück hast, dann bin ich in deiner Nähe. Lass mal vergleichen hier. Ja, der Weitwinkel, der täuscht. Der Weitwinkel täuscht, das ist eindeutig. Ja, ist nicht so schwer. Muss ich nicht so schwer nehmen. Ja, oder? Doch, ich nehm's schwer. Ich geh mal eben schnell. Ich muss mal kurz auf die Lette. Ich grüße den verliebten Fuchs. Weißt du was? Deine Alte ist sowas von feierungsbereut, dass ich jetzt schon wieder einen scharfen Lattenständer hätte. Der ist so hart, der könnte ich gefroren in den Acker mitflügen. Diese Scheiße hier. Das soll ja ausbilden, ne? Ja, unser Betriebsstampe. Er ist quasi der Elten von Trakt-TV. Ja, aber ein bisschen unterbezahlter. Hallo, ich bin der kleine Andi und ich suche meine Mutti. Bist du meine Mutti? Ich bin deine Mutti heute Abend. Oh, danke. Stell dir vor, die Leute sagen, Papi schläft. Papi, du kannst doch nicht schlafen. Du bist doch jetzt auf YouTube. Mann. Hier ist doch Preisverleihung. Ich schaue mir so, als wenn Papi hat keine Lust. Papi ist nicht mehr in der Lage zu sagen, ja, jetzt, los geht's los. Papi ist das egal, weil Papi eben den ersten Preis hat. Weißt du? Scheißegal, sagt der. Jo, wir gucken immer Trakt-TV. Das ist mein Freund, der Wolle. Ein absolut heißer Typ. Ja, da sind die beiden Stars hier auf der Tribüne. VIP, Very, Important People. Und die wichtigen Leute, die überhaupt wichtigen Leute, die fahren mit dem Fahrstuhl, oder? Genau. Hast du auf Null gedrückt? Das passt zu uns. Wir sind ja auch Nullen. Im Bild sehen wir den Tassilo, mein entfernter Verwandte, mütterlicherseits übrigens. Wir haben natürlich in Assen getroffen. Klein ist die Welt. Du hast aber einen flotten Otto. Ja. Meine Güte, ist irgendwie neu und so, ne? Pornobrille. Reklamieren. Mein Motto ist Otto. Amerika! Alter, ich habe mir extra frische Strippe angezogen. Wo gehobelt wird der Freund aus Spanien. So, Mutprobe in Holland was essen. Da geht schon die erste Probe. Ja, das Ganze sah so ein bisschen aus wie Penis mit Geschlechtskrankheit, aber hat ganz gut geschmeckt. Wir sind ja heute hier bei Renault quasi. Renault ist immer und überall. Da müssen wir auch mal den Racetrakt filmen. Der absolute Wahnsinn hier. Und dann hat doch tatsächlich immer meine Tarnung geschaut. Guck, das hat der Paul wieder am Start hier, du. Überall die Prominenz, jetzt ist auch er, weißt du. Leider bin ich keine Prominenz. Aber scheißegal. Scheißegal. Alle Prominenz. Ich lade dich überall ein, um mal was zu trinken zu kriegen. Ja, natürlich. Geiles T-Shirt drauf. Das ist maßgeschneidert nur für mich. Da kommen meine Kurven richtig zur Geltung. Genau. Richtig hier. Coupons? Da sammelst du Coupons? Kennst du hier? Hat ihr auch Cola? Nee. Benko, geh mal kurz da hinten. Tausendmal noch einmal danke an Renault, dass ihr das Bier spendiert. Ich filme es noch mal kurz, Moment. Der absolute Wahnsinn. Danke. Und der Benko kriegt noch eine Kinder-Cola gratis oben drauf. Dankeschön, danke überall. Jetzt kommen wir in die Innereien eines Renaults.
da mit Cooling, Radio, Radio sogar. Der absolute Wahnsinn. Aber Schlafmöglichkeit ist echt knapp bemessen. Es scheint mir, es ist nicht die Fernfahrerausstattung. Und dann ist uns aufgefallen, die Kiste hatte gar keinen Fahrtenschreiber. Was meinst du, was der BRG-Onkel dazu sagt? Kein Fahrtenschreiber bedeutet absolut no limits, no rules. Und das ist das, was ich persönlich bevorzuge. TrackTV sagt immer, drink and drive. Trabant 601. A special car from East Germany. You don't have things for this? A side pipe or a high pipe? Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir sind hier im WSI-Zelt quasi. Hier gibt es hier Modelle, die absolut geilen Dinger überhaupt. Wir spionieren hier einfach mal durch und gucken, was es hier so gibt. Oh meine Güte, warum siehst du denn so porno aus? Ja, irgendwie bin ich dann auch drüber hinweggekommen, weiter zu filmen. Deswegen ist das Ende ein wenig unsanft, aber morgen ist der letzte Teil drin von Essen und dann geht's nochmal richtig ab. Bis dann, euer Paul von TrackTV oder was heißt, heute bin ich in der Waldemar.